Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Park. Wir wollen uns jetzt dem, der Achterbahn widmen. Ups and Downs. Hoch und Tiefs. Das ist doch wieder hier drin, der Typ, oder? What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Ist ja okay, aber der hier? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. Which has him now? Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool, you always were. Oh, siehst du, dachte ich mir schon. Ich war schon immer alleine. Haben wir ihn gerade umgefahren? Also das, was er sagt, das bestätigt eigentlich ja schon, dass wir nie einen Sohn hatten, oder? Wir waren schon immer alleine gewesen. Wahrscheinlich hatte sie vielleicht eine Fehlgeburt. Das kann ja auch sein. Dass er nie geboren wurde. Es funktioniert! Die Berechnungen und Anpassungen haben funktioniert. Die Transport- und Lagermechanismen scheinen makellos zu sein. Was für ein herrlicher Tag. Wenn diese Leute wüssten, was sie betankt haben. Und was soll's, wenn einige Leute den Park am Abend mürrisch verlassen? Was soll's, wenn die Kinder auf der Achterbahn eine ernsthafte Begeisterung empfinden? Das könnte die Tür zur Unsterblichkeit sein. Und derartige Türen öffnen sich nur Leuten, die willens sind, ihr Schlüssel zu suchen. Irgendwo klappert hier einer. Ich bin einfach ein Gott, muss man sagen. Dass ich das alles einfach vorhersehen kann. Was passiert? Gut, dann laufen wir jetzt eben zum Horrorhaus. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really. To know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Ah, ist so schlimm, wenn man den Kindern irgendwas antut. Könnte ich auch zur Bestie werden. Laughing Clowns. Also wenn ich das lese, ich guck weg, wenn ich runter... Ich kann es euch nur empfehlen, auch runter zu gucken, wenn wir lesen. The whole town
Everyone was shocked by that one. Killer Instinct. Found out who did it. Learn about Chat. Zuckerwatten-Leiche hinterlässt sauren Beigeschmack bei Parkbesuchern von Hole Laurel. Gestern Abend schockiert und ersetzte die Besucher des Atlantic Island Parks der Fund einer verstümmelten Leiche hinter dem Zuckerwatte stand. Laut der örtlichen Behörden steht der Identifizierung der Leiche, bei der es sich offenbar um ein Kind handelt, noch aus. Die Leiche wurde von einigen Schülern der Innsmouth Academy entdeckt und denen zwei Raben aufgefallen waren, die hinter dem Stadthof etwas herumpickten. Nathaniel Winter, der Eigentümer des Atlantic Island Parks, hat indes folgende Erklärung abgegeben. Der Vorfall ist eine wahre Tragödie, noch dazu an einem Ort, der die Menschen Freude und Spaß bringen soll. Die Mitarbeiter des Atlantic Island Parks drücken der Familie den Freunden des Opfers ihr aufrichtiges Beileid aus und werden die Behörden in vollem Umfang bei der Aufklärung des Falls unterstützen. Das Solomon Chronicle wird täglich über den Stand der Ermittlungen berichten. Okay, war scheinbar nichts. Picked Punks. Okay, nichts. Wovon hier? Der Leak. Oh bastard. Who did this to him? Oh, ich kann da gar nicht hingucken, Alter. Wahrscheinlich könnte ich mich mental, also ich habe jetzt meine Augen weit zugekniffen. Oh, ist das wieder heller. Weit zugekniffen und habe sich langsam bewegt. Wahrscheinlich könnte ich mich mental darauf vorbereiten, zu sagen, ich empfinde keine Angst mehr, wenn ich sage, das ist mein Kind und ich muss ihn retten. Ohne Scheiß, ich könnte jedem, der irgendwie ein Kind, das mir anvertraut ist, wehtun möchte, den was ich jetzt sage, das darf ich nicht sagen. Juristisch bin ich dann in einer ziemlichen Zwickmühle. Sagen wir mal so, ich tue alles für die Kinder. Wenn denen irgendeine Gefahr ausgesetzt sind. These are mine. Flex Pharmaceutic Pharmacy. Fuck Gravity. Kann ich schweben? Leider nein. Say no to gravity. Some kids love and some kids cry, but mostly children simple die. Wow. Einige Kinder lachen, einige Kinder weinen, aber meistens sterben die Kinder normal. Also, ja. No save the leak. I can't taste your dreams. Was steht da oben? Okay, ich kann es nicht genau erkennen. Wenn ihr so Pillen geschluckt, fear the boogeyman, stop picking your nose then. Don't believe anything they tell you. Da, wo bin ich gerade hergekommen? Hier, wa? Hier war ich gerade gewesen. Na, du hässliches Drecksvieh, gib mir Callum wieder. Okay, da muss ich schon mal nicht lang. Alles klar. Chat. Ja, okay, wenn ich mich mental darauf vorbereite, ist es langweilig. Dann habe ich keine Furcht mehr. Frage ist, wo laufen wir hin? Hier geht's auch nicht lang, oder? Doch. Don't touch me. Fass mich nicht an.
Aber wenn Kinder mal solche Worte sagen, ist schon... Sollte man schon ernst nehmen, ne? Okay, die sind abgehauen. Wahrscheinlich hat sie sich damals selbst verletzt, geritzt. Und die Narben oder die Wunden, die verheilt sind, haben sich jetzt in ihrem Kopf wieder gezeigt. What a strange trip it's been. Uff, war das wieder da. Lass mich mal ganz kurz eine Runde rumlaufen hier. Wobei, hier waren wir ja schon, ne? Alles gut. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes, and the park has little cars designed specifically to simulate that action. Here the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Okay. Dann gehen wir mal rein ins Haus des Schreckens. Und werden unser Kind befreien. Das ist übrigens Hänsel und Gretel, oder? Ja, das Häuschen von Hänsel und Gretel? Von der Hexe? Ein separates. Das ist ja interessant. Warte, ich sehe gar nichts. Ein separater. Das ist ja wirklich interessant, hätte ich nicht gedacht. House of Horrors. Enter the House of Horrors. Da haben wir den Chat. Seite lesen. Erledigt. Der Athletic Island Park hat seine Tore geschlossen. Als wir das schwere Vorhängeschloss anbrachten, versammelten sich eine johlende Menge vor den Toren. Engstirnige Narren, die fürchten, was sie nicht verstehen. Meine Maschinen mögen schweigen, aber ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe meine Frau und meinen Sohn nach Boston zurückgeschickt und mich hierher zurückgezogen in das Haus der Schrecken. Ich muss nachdenken. Ach, der ist es. Ja. Nathaniel Winter. Okay, den sehen wir also die ganze Zeit. Das? Ja. Passt. Ein gutes Spiegelbild. Och. War hier nicht gerade einer? Mhm. Ein Werwolf. Ist das grauenvoll.
Der Sack ist direkt unter mir. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ach, er müsste hier sein. Okay, ist unlogisch, der ist nicht da. Wenn, dann hätten die ihn wenigstens unten hinstellen müssen. Dann wäre das noch plausibel gewesen. Oh, meine Augen, das ist voll anstrengend. Ich hätte das nicht bei mir ausmachen sollen, wahrscheinlich. Da ist die Taschenlampe gleich nicht mehr geht. Bin ich eigentlich zu mir geschaut? Wird wahrscheinlich gleich echt stockfinster werden. Die Frage ist, wo muss ich langlaufen? Ja, von rechts höre ich was. Aber ich muss eher hier lang. Alter, kein Plan, welchen Weg ich hier langlaufen soll. Lustigerweise wusste ich, dass das aus dem Spiel kommt. Ich habe nach unten geschaut. ich habe nichts gesehen, ob da was war. Zwischenfälle, die ich nichts als Zufälle abtun kann. Der Park läuft, aber irgendwas stört seine vorgesehene Funktion. Es ist, als würde die Luft selbst die Energien verderben, während ich sie einfange. Einige Verluste hier und da sind akzeptabel. Wenn Mitarbeiter mit Messern Amok laufen, dann regt das Aufmerksamkeit. Ich will nicht, dass die Jungs in Blau, egal welche, diesen Ort allzu genau untersuchen. Schade, dass mit Steve, ich mochte ihn. Ups. Kein Plan, welchen Weg ich hier langlaufen soll. Okay. Das ist gut, dass man es auf dem Boden sieht. Deswegen ist es Okay, beide Seiten. Deswegen ist es realistisch. Das ist ja Pennywise. Ein kleines Entlein, das ging schwimmen. Da. Ah, genau, Alter. Guck mir das nicht an, dass die scheiß Taschenlampe gleich ausgeht. Aus. Nightmare Circus. Zirkus der Albträume von Farron Comer. Ein Zirkus brennt am Tag der Premiere nieder. Dutzende Tote. Der Besitzer wird von einer aufgebrachten Menge getötet und stößt einen Fluch aus. Jetzt kommt Raba, ein Wanderer mit dunkler Seele, in der Abenddämmerung in der Ruine, um seine verschwundene Mutter zu suchen. Vorhang auf. Ist das sie und Kerle? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Abschaltungshinweis. Nach mehreren vergeblichen Einzugsversuchen bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Stromversorgung abgeschaltet wurde oder in Kürze deaktiviert wird.
Bitte gehen Sie folgendermaßen vor. Begleichen Sie Ihre jüngste Rechnung, kontaktieren Sie uns unter 555-7868, damit wir einen Zahlungsplan vereinbaren und die Stromversorgung umgehend reaktivieren können. Liegt Ihres Erachtens ein Fehler vor, kontaktieren Sie uns bitte unter 555-7869, um die weitere Vorgehensweise mit uns zu besprechen. Können Sie die Zahlung nicht leisten, wenden Sie sich bitte an die örtliche Sozialamt, um eine mögliche Finanzhilfe aus öffentlicher Hand zu beantragen. Der Winter in Maine ist kalt und brutal. Stellen Sie sich ihm nicht ohne Strom. The Dunwich Power Company. Hier war auch noch was? Hangar. A shocking true story. Die wahre Geschichte des Donners. Am 16. April 1864 brachen einige Planwagen auf eine Reise in das 2500 Meilen entfernte Kalifornien auf. Nur 8 Monate später strandeten sie ohne Vorräte und Trinkwasser in den Bergen der Sierra Nevada. So beginnt einer der größten Tragödien der Migration nach Westen, die die Welt je gesehen hat. Nun hat unser Grimm aus Donnerexperten überzeugende Hinweise entdeckt, die belegen, dass die Familie gezwungen waren, sich auf Kannibalismus zu verlegen, um diesen schrecklichen Winter zu überleben. In diesem erstmals veröffentlichten Exposé erfahren Sie, wie die Kinder der Donners gezwungen waren, ihre Brüder und Schwestern zu essen, um nicht zu verhungern. Lesen Sie jetzt die schockierende, wahre Geschichte. Gibt's die echt? The Shocking True Story Hang? Ich glaube nicht. Hätte sein können, dass es echt ist. Okay, das sieht aus wie Callums. Da ist ein C drauf, oder? The Wilting. Mit diesem Roman festigte Susan Anscombe ihren Status als eine der besten Science-Fiction-Autorinnen ihrer Generation. Das Welken, eine Sonneneruption, hat die Erde getroffen. Millionen von Menschen sind obdachlos. Ein junger Meteorologe sucht verzweifelt nach einem Weg, die globale Erwärmung aufzuhalten. Eine Stripperin namens Chance O'Hara ist der Schlüssel für die Rettung der Welt. Das nicht zum ersten Mal. Dynamisch, aufregend, bombastisch, alles, was man von einem Anscombe-Roman erwarten darf. Chance O'Hara ist zurück und sie ist größer, besser und stärker denn je. Also richtiges Kinderzimmer hier. Oh, ein Rubik's Cube. Hab ich auch hier. Mom and me in car. I love you from Callum. Na, Zigaretten, Alter? Milch, Käse, Brot, Butter, Cornflakes, Kartoffeln, Äpfel, Fischstäbchen, erinnere dich, Job, achso. Nicht vergessen, Callum abgeben, Stromrechnung, Wasserhahn reparieren. Das sind tatsächlich ist unsere Vergangenheit. Hier haben wir gelebt, oder so haben wir gelebt. Raumschlüssel untersuchen. Achso, das war... Wasserhahn reparieren, ja. Das sieht jetzt nicht so sonderlich super aus. Ach man, das macht mich immer wieder traurig, wenn es wirklich so Familien gibt, die nicht so viel zu essen haben. So eine Schande. Für so ein Land wie Deutschland, muss man leider sagen. Aber gut, das hier möchte ich jetzt hier gerade nicht aufbringen, das würde die Stimmung zerstören. Lorraine, ich habe deinen Brief erhalten und bin etwas überrascht. Du bist mit deinem Vater vor all den Jahren durchgebrannt und total von der Bildfläche verschwunden. Als ich dich endlich aufgespürt hatte, hast du nicht einen meiner Briefe beantwortet. Und jetzt bittest du mich um Hilfe? Ich habe mittlerweile eine andere Familie und ein anderes Leben. Dein Vater war ein schrecklicher Mensch und ich bereue die Jahre, die ich mit ihm vergeudet habe. Dich habe ich wirklich geliebt, aber du warst ihm mit den Jahren immer ähnlicher. Du warst immer sein Mädchen, nie das meine. Trotzdem hätte ich um das Sorgerecht gekämpft, wenn du nicht mit ihm weggelaufen wärst. Das hat mir das Herz gebrochen, aber ich musste irgendwie weiterleben. Ich kann dich nicht in mein Leben zurücklassen, ohne alte Wunden zu öffnen. Es tut mir leid, Lorraine, aber ich kann das einfach nicht. Vielleicht wird es eines Tages leichter und ich kann Callum treffen. Aber noch ist es dafür zu früh. Ich kann dir noch nicht vergeben. Bitte hör auf, mir zu schreiben. Karen. Miss Maylard, wie bei unserem heutigen Treffen besprochen, betrachten wir sie als vollständig geheilt. Dieser Brief ist die offizielle Bestätigung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit sowie ihrer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit.
Sie sollten daher alle bisher eingenommenen Medikamente absetzen und mögliche Restbestände entsorgen. Im Falle eines Rezidivs wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren örtlichen Psychologen. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Dr. Spencer Dunwich Medical. Das ist ja weniger ein House of Horror als ein Blick in unsere Vergangenheit. Dunwich Rettungsdienst, Tag der Anlieferung 17.11.1977, Tag der Entlassung 10.11.1977, das heißt drei Wochen waren wir drin gewesen. Diagnose Depression. Lorraine Kimberly Maylard, Notizen des zuständigen Psychologen. Lorraine scheint an Depressionen zu leiden, die in einer frühen Phase ihrer Schwangerschaft einsetzen. Unsere Gespräche haben ergeben, dass diese Episoden durch den Verlust ihres Partners Don ausgelöst wurden, der vor etwa 6 Monaten starb. Ferner gibt es einige ungelöste Probleme mit ihrem Vater. Nach sorgfältiger stationärer Beobachtung haben wir die Standardbehandlung für diese Störung in Form einer Reizstromtherapie eingeleitet. Die Patientin reagierte gut auf diese Maßnahme und erzielte rasche Fortschritte. Empfehlung zur Nachsorge. Wöchentliche Treffen mit dem örtlichen Psychologen, lithiumbasierte Phasenprophylaktika. Entlassungsempfehlung. Lorraine hat einen neugeborenen Sohn namens Callum, der kurz nach seiner Geburt einer Pflegefamilie übergeben wurde, als sich bei Lorraine erste Anzeichen von Desorientiertheit und Depression manifestierten. Wir kommen zu dem Schluss, dass Lorraine in der Lage ist, ab sofort selbst für ihren Sohn zu sorgen. Solange sie unsere Empfehlung zur Nachsorge befolgt und weiterhin ihre Medikamente nimmt, kann sie mal eine verantwortungsvolle Mutter sein. Lorraine hat eine eigene Wohnung und ihre Chefin Susie versicherte uns, sie können ihre Arbeit im Diner jederzeit wieder aufnehmen. Norma Creed, eine Bürgerin der Stadt, hat angeboten, sich während Lorraines Schichten um Callum zu kümmern. Angesichts dieses sozialen Netzes halten wir Lorraines Entlassung aus dieser Einrichtung für absolut vertretbar. Medikation? In Flex Pharmacy in Kingsmouth wurde ein Rezept für Zolift hinterlegt. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 10 Milligramm und er sollte in Rücksprache mit Lorraines behandelndem Arzt nach Bedarf erhöht werden. Miss Maylard. Unsere Prüfung der Vermögenswerte von Mr. Don Williams ist abgeschlossen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass als Hauptbegünstigte seines Nachlasses einschließlich der abgeschlossenen Risikolebensversicherung die Eltern des Verstorbenen, namentlich Rose und Richard Williams, aus New York genannt werden. Unsere Kanzlei hat sich mit Mr. und Mrs. Williams in Verbindung gesetzt, um ihre Situation, insbesondere hinsichtlich der Geburt von Donalds Sohn Callum, darzulegen. Unglücklicherweise reagierten sie auf unsere Bemühungen ablehnend und erklärten ohne rechtsgültigen Beleg der Vaterschaft, hätten sie ihres Erachtens keinerlei Ansprüche auf Donalds Erbe. Überdies haben sie uns aufgefordert, sie in dieser Angelegenheit nicht mehr zu behelligen. Ich bin mir der negativen Auswirkungen dieser Entwicklung auf ihre finanzielle Situation durchaus bewusst, hoffe aber, sie haben Verständnis, dass ich diesem Brief eine Rechnung für unsere geleisteten Dienste beilege. Hochachtungsvoll, Edward Stapleton, Rechtsanwalt. Uff. Okay, das ist hart. Der Typ ist gestorben, aber sie kriegt kein Geld von ihm. Weil nicht klar ist, dass Callum ihm gehört. Also zu ihm gehört. Das ist heftig. Und sie muss entsprechend jetzt allein für Callum sorgen. Okay, wir sind wieder hier. Zolift, 100 Milligramm. Es läuft im Moment nicht gut zwischen uns, Lorraine. Ich weiß das, lass mich versuchen, es dir zu erklären. Ich denke, es liegt daran, dass ich so weit von zu Hause weg bin und so hart arbeite. Es wird in jedem Tag, den ich im Park arbeite, schlimmer. Als würde es eine Feder in meinem Verstand immer stärker gespannt. Wenn wir nach der Arbeit was trinken, wird es etwas besser. Dann entspannen sich die Jungs, wir lachen und sind wieder gute Menschen. Ich will nicht nach Hause kommen, ohne bei klarem Verstand zu sein. Aber wenn dieser Job erledigt ist, müssen wir von hier verschwinden. Wir müssen zurück in die Stadt, damit ich dieses Gefühl loswerde. Ich liebe dich, Donald. PS. Ich habe mir Gedanken wegen eines Namens gemacht. Falls es ein Junge wird, fände ich Callum gut. Oder Emma, wenn es ein Mädchen wird. Ach, süß. Okay, warum reagiert sie so? Oh, das sind ja viele Medis. War Callum, oder? D-
Das erinnert mich ein bisschen an... Ich will das Bild gar nicht angucken. Das hat mich gerade ein bisschen an Silent Hill, den Playable Teaser. Als du immer und immer wieder diesen Gang lang gelaufen bist. Und immer wieder hat sich da ein bisschen was verändert. Kommst du wieder unten rein. Dann das ziehen wir jetzt. Jetzt sieht das wieder woanders, okay. Das verändert sich immer wieder ein Stückchen was von dem. Von den Räumen. Hier ist zum Beispiel jetzt der Kopf abgehackt, hier ist alles umgeworfen, die Matratze. Ne, die Matratze ist noch drauf. Aber die Decke und so weiter, Kerl ist da nicht. Ach süß. Ein Bild im Kühlschrank. Mach mal zu. Strom sparen und so. Hier haben wir Blut. Uff, noch mehr Blut. Lol, die kann ich nicht mal lesen. Jetzt ist die Tür nicht mal mehr offen. Jetzt kann ich sie nicht mal mehr öffnen. Alter, Callum und sie sind einfach Dämonen geworden. Na, da war gerade was. Ich muss sagen, ich finde die Story mittlerweile eigentlich ein bisschen traurig, dass sie halt so alleine gelassen wurde. Alter. Da ist der Eispickel. Oh, da geht's rein. Warte, ich will noch ganz kurz das Bild untersuchen. Ah ja, I love you. Das ist eher Callums Zimmer hier. Also, das heißt Callums Zimmer. Die Tür, wo er vorhin reingegangen ist. Hat er gesehen nichts. Dim, 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 dim. Ich muss auch gestehen, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgehen soll, also was hier der Sinn ist. Weil ich kann ja auch ein paar Mal hin und her laufen. Vielleicht wird ja irgendwann mal was draus. Aber ich kann mir eigentlich noch nicht vorstellen, was das werden soll. Okay, da sind Menschen, das ist schon mal was anderes. Aber so das Ziel. Verstehe ich noch nicht so richtig.
was damit bezweckt werden soll. Ich habe erstmal einen Safe Point gehabt. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Kinder sind heute eingebrochen. Ich habe lange kein Lachen mehr gehört, so schrecklich lange. Ich habe mir eines von ihnen geholt. Ich konnte einfach nicht anders. Es ging so schnell, dass die anderen nichts bemerkten. Ich höre ihn gerne lachen, diesen Jungen von der Akademie. Ich habe ihn auf ein Brett gelegt, habe ihn gekitzelt, bis er keine Luft mehr bekam. Meine Maschinen erwachten zum Leben und surrten im Takt seiner Schreie. Das ist entzückend. Die durch die Maschinen in mir ausgelöste Veränderung ist noch nicht abgeschlossen. Es muss noch andere Kinder geben, die ich mir holen kann. Ah ja. Hat er also ein Kind entführt? Eyes without sparkle. Augen ohne Funkeln. Das hat aber eine hohe Reichweite gehabt. Hänsel und Gretel. Dieser Psycho im Eichhörnchen-Kostüm, ne? Das hast du ihm nicht echt angetan, oder? Das hast du ihm nicht wirklich angetan. Sie hatte die freie Entscheidung, er hat seine Hände weggenommen. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Ich habe den letzten Satz nicht ganz richtig lesen können, weil die Untertitel etwas schwierig zu lesen waren. Ich habe es nicht gesehen, dass ich gerne habe. Soweit ich es gelesen habe, in meinem Herzen und Verstand läuft sie immer durch den Atlantic Island Park. Habe ich das richtig gelesen, ja? Oder richtig gehört? So also ein bisschen Englisch verstehe ich dann tatsächlich trotzdem noch.
ist im Endeffekt aber auch so, dass sie ihn vermisst gemeldet hat. Aber sie weiß, dass er dort im Island Park ist, oder nicht? Und dass sie ihn irgendwo in der tiefsten, untersten Ebene vom House of Horror ihn getötet hat. Oder war das nur eine Illusion? Um vielleicht damit klarzukommen, dass er weg ist, aber sie nicht weiß, wo? Offene Fragen, offenes Ende. Hier in The Park. Wow. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ende, muss ich sagen. Also meine Vermutung, dass sie gar kein Kind hat oder dass es tot ist, ist ja damit erstmal widerlegt. Weil sie hat einen, der war bei der Pflegefamilie, ist dann wieder zu ihr zurückgekommen. Aber sie hasst ihn. Sie hasst scheinbar Kinder. Die saugen einen aus, diese kleinen Blutsauger. Ja, es ist so. Kinder sind anstrengend. Aber wir waren alle so gewesen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wir waren alle anstrengend gewesen. Und von Tag zu Tag zu Tag wird das Kind immer größer, reifer, selbstständiger. Ich habe nicht gedrückt, er hat mich automatisch rausgeschmissen. Und irgendwann ist das Kind alt genug und braucht einen nicht mehr. Das ist auch traurig. Das ist kein Grund, Kinder zu hassen. Okay, das Ende war... Naja, das House of Horror war jetzt nicht so... Also dieses Silent Hill PT-mäßige da ständig immer wieder im Kreis laufen, hat mir jetzt nicht so gefallen. Notizen vorzulesen oder die Notizen zu lesen, die Bücher zu lesen, war sehr interessant, muss man sagen. Da hat man ein bisschen was aus dem Game herausgelesen. Tja, ansonsten könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was denn jetzt passiert sein könnte. Bin gerne auch mal bereit, eure Blickwinkel dazu lesen. Und ansonsten war es das gewesen, Leute, mit The Park. Es ist beendet. Wir haben Callum zumindest lebend gefunden. Und sie wurde es auf der Polizeistation angehört. Sie wurde nicht verhört, sie wurde angehört. Oh ja. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, eure Vermutungen. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei diesem atmosphärischen, teils gruseligen Let's Play. Dreiteiler, The Park. Und wir sehen uns dann am anderen Let's Play wieder, Leute. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.